Jetzt beginnt der Malerweg. Ja, so schön wie der Wanderweg auch ist, so anstrengend ist er auch. Aber deswegen gehen wir ja wandern. Das soll eine Herausforderung sein, kein Vergnügen. So, den Anstieg haben wir geschafft. Mehr oder weniger gleich sind wir an der Bastei. Der Lars und ich, wir sind ganz froh. Jetzt laufen wir gerade auf so einen schönen Waldwegboden. Ja, was will man mehr? Gleich gehen wir erstmal richtig was zum Mittagessen, weil wir heute eigentlich haben wir noch gar nichts gegessen, außer Frühstück. Und ja, mal gucken, was es gibt. Worauf hast du denn Hunger, Lars? Ich bin unzufrieden, was es gibt. Bratwurst, getroffene Salat. Ich glaube, das ist nicht so. Ich hätte massiv Lust auf Chili con Carne, muss ich sagen. Chili con Carne, ja. Aber ich glaube, das wird schwer. Also ich hole mir ein Malzbier und ein Eis. Jo, wir sind jetzt hier kurz vor der Bastei und hier ist die Hölle los. Also so viele Leute habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, wie das an der Bastei direkt ist. Ob da auch so viele Leute unterwegs sind. Jetzt hier am Wehlsteinblick und ja, das ist halt ein schöner Blick, wenn man hier direkt so eine interessante Felswand irgendwie vor sich hat. Ja, kann man machen. Ne? Schön. Ja, also absoluter Touristenmagnet hier. Gibt es viele deutsche Sachen zu kaufen, Meißner Porzellan. Und aus dem Erzgebirge schönes Holzspielzeug. Und ja, und man kriegt hier eine super schöne Aussicht. Guckt euch das an. Wahnsinn. Leute, die menschenscheu sind, ist das hier gar nichts, weil hier ist echt der Bär los und ja, damit muss man halt klarkommen. Ne? Ganz viele Russen hier, Asiaten auch und ja, gibt halt viel zu sehen. Ne? Ja, hier muss man schon Schlange stehen für ein Foto. Das werden wir uns heute, glaube ich, nicht antun. Sollen wir weitergehen? Ja, hier zurückgehen meinst du, ne? Ja, ja, zurück, da auf die Brücke. Oder sollen wir jetzt uns da anstellen? Nee, ich würde auf jeden Fall zurück. Ja, das würde ich auch sagen. Dabei, dabei. So, jetzt gehen wir auf diese Brücke, auf die Bastei-Brücke. Ich bin gespannt, ob die uns auch trägt. So Leute, da oben ist die Drohne. 15.000 Euro Strafe hier für Drohnenflüge, wenn ich den erwische. Ja, diese Brücke wurde hier gebaut, um die Elbe zu verteidigen quasi. Die haben schon im Mittelalter hier mit geschossen.
bestanden und hätten im Notfall hier halt die Elbe verteidigen können, beziehungsweise hier komplett zumachen können. Das ist schon übelst interessant. Also das war, hatte einen Kriegsgrund quasi. Sollen wir jetzt hier Geld nehmen für Eintritt, dass hier Leute drauf kommen? 1 Euro. 5. Mit Sprung ein 10er. 15, wenn wir helfen müssen. Ja. Die Leute, die hier hochkommen, die sehen sehr fertig aus. Ja. Das wollte ich auch sagen. Also Leute, ich habe echt keinen Bock mehr hier. Das sind mir viel zu viele Menschen. Ich mag solche Ansammlungen von Menschen nicht. Ich sag mal, wenn man gemeinsam wandern geht, dann schon, aber sonst nicht. So, wir gehen jetzt von der Bastei weg, wieder bergab. Aber das Schlimme ist, wenn man bergab geht, muss man meistens auch wieder berghoch gehen. Da hinten sehe ich schon extreme Felsen und so. Und ich befürchte, dass wir gleich wieder hochgehen. Der Lars hat mir das Ganze gerade bestätigt. Tja, da müssen wir noch durch. Ja, also was ich richtig nervig finde, das muss ich hier einfach mal loswerden. Wir haben gerade am Anfang direkt so einen Orgelspieler, der da so eine Straßenorgel oder was das ist, bedient hat. Damit hat er extrem laute Musik gespielt und das war einfach nur nervig. Ich will hier die Natur genießen. Jetzt haben wir hier so einen Singvogel da oben gehabt. Der singt da irgendwelche Waldlieder und so. Und ja, gut, die ganzen Russen, die zahlen da ordentlich. Verdient tut er wahrscheinlich nicht schlecht, aber ich finde das einfach nur nervig. Weil ich will hier die Natur genießen und nicht irgendwelchen Sängerknaben beim Singen zuhören. Ist ehrlich so, schrecklich. Und hier haben wir übrigens die Treppe der 1000 Stufen. Voll das Monsterding. Ja, das ist doch mal Wasserfall. So, leider ist er künstlich, aber sehr eindrucksvoll. Wir sind hier direkt am Amselwasserfall. Das ist schon sehr beeindruckend. Nur man kann das Ganze noch intensivieren, sag ich mal. Man muss einfach 30 Cent hier bezahlen. Und dann wird von da oben nochmal Wasser runtergepumpt. Und der ganze Wasserfall wird extrem stark. Ob das schön ist, weiß ich nicht, aber die Leute zahlen die 30 Cent. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ja, also hier oben wird das Wasser gestaut. Wenn man dann unten 30 Cent bezahlt, dann wird das einfach geöffnet. Ja, und dann schießt da Wasser in Massen raus. So, wir haben jetzt circa 17 Uhr, haben die ersten 20 Kilometer hinter uns circa. Laut Plan werden wir 23 Kilometer nur laufen. Ist ganz okay für den ersten Tag. Wir haben eh geplant, in 5 Tagen zu laufen, also ziemlich locker. Und ja, ich bin hin und weg, also der Weg begeistert mich. Klar, die vielen Leute, die haben
bisschen genervt, ne? Kann man so sagen, aber diese wunderschöne Aussicht hier, die entschädigt einen ganz schnell wieder. Sehr schön. Ja, langsam zieht sich das hier zu. Wir haben ja 17 Uhr und das ist schon so dunkel wie 19 oder 20 Uhr. Und keine Ahnung, wir haben für heute Abend Regen gemeldet. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Da oben schlafen wir heute Nacht. Nein, natürlich nicht, aber das ist schon eine sehr exponierte Stelle, wenn man das so sagen darf. Krass, Leute, oder? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da oben schlafen würdet. Ich würde es mir dreimal überlegen. Ja, das sieht mir beinahe aus wie so eine alte Kapelle. Wahnsinn, oder? So mitten im Berg drin. Ich finde es wichtig, die Realität von Wanderwegen wiederzuspiegeln, weil wenn ich selber auch wandern gehen möchte und mich vorher informiere, wie die Wanderwege sind, gucke ich mir am liebsten YouTube-Videos an, um da einen guten Eindruck zu kriegen. Aber viele Leute spiegeln nicht den Wanderweg an sich wieder. Und hier laufen wir halt, was gut gelöst ist. An so einem kleinen Ascheweg entlang, allerdings an so einer Bundesstraße direkt, was natürlich nicht so schön ist. Aber vermutlich wird die Strecke nicht allzu lange gehen. Auf jeden Fall sollte das mal erwähnt werden. Ja, hier haben wir auch eine perfekte Lösung, dass der Wanderweg ist quasi die Bundesstraße. Der Lars regt sich ein bisschen auf. Ja, die Ferien sind vorbei und jetzt sieht man hier so ohne Ende Autos langfahren. Die fahren jetzt alle nach Hause und wir laufen hier auf der Straße rum. Also hier müsst ihr wirklich aufpassen, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist oder mit Tieren wie Hunde oder so. Das ist verdammt gefährlich hier. Passt auf eure Sachen, auf eure Freunde, auf eure Leute auf. Ja, wir befinden uns jetzt hier einmal an einer Feuerstelle. Ja, die Sächsische Schweiz hat wirklich mal Feuerstellen geschaffen, wo man sich tatsächlich mal ein Feuer machen kann. Das gibt es in Deutschland leider nicht so oft, deshalb kleines Lob hier an die Sächsische Schweiz, dass sie sowas eingeführt hat. Wir finden das ganz toll. Die Location an sich ist leider nicht so schön, weil sie sich dann direkt auch an der Bundesstraße befindet, aber ansonsten eine gute Idee. Guckt euch einfach mal diese mega Aussicht hier an, also das ist, ein Traum, ne? Wahnsinn. Ja Leute, da wisst ihr auch, wo ich heute pennen werde. Bin genau in dieser Schutzhütte. Das ist relativ sauber. Läuft, ne? Wahnsinn. Ordentlich wie der Lars ist, wird hier natürlich auch sauber gemacht. Selbstverständlich. Wir brauchen nichts über deutsche Gründlichkeit. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir hier irgendwie verhungern oder so. Wir haben ordentlich vorgesorgt. Ich zeige euch das mal, was wir alle so an Essen bei haben. Hier ist so mein Essenspaket. Dann für Brot habe ich Goldsaft, so einen Aufstrich, Zuckerrübenkraut, so eine kleine Tube nochmal extra verpackt, falls das ausläuft.
Schokolade, hier Outdoor-Essen und was weiß ich, Kekse, Nudeln, Asian-Nudeln, Energy-Drinks, dann noch mehr, was weiß ich, Pasta Carbonara, Beef-Snacks. Also das ist nicht alles von mir, sondern auch vom Lars. Aber man sieht hier ganz klar, wir beide werden heute nicht verhungern. Ja, wir haben unser Schlaflager fertig gemacht, gucken uns jetzt noch ein bisschen um und ja, langsam setzt die Dämmerung ein und ja, lasst einfach mal diesen Blick hier schweifen, guckt euch mal das Ganze an, ist auf jeden Fall episch hier, also so schön habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. So, das ist hier unser Schlaflager, da schläft der Lars, hier bin ich. Und ja, so, wir werden dann ins Bett gehen und eine Runde pennen. Langsam aber sicher, weil es wird dunkel. Bis morgen. Gute Nacht.